Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der Wetostic Map und ja, das letzte Mal haben wir ziemlich viel Bodenproben genommen. Das läuft. Da können wir nochmal auf die Karte gucken. Wir haben hier unten Bodenproben genommen und jetzt sehen wir eigentlich, damit es da schluffriger Ton noch mit bei ist bei unserer Wiese. Okay, sonst sieht es aber pH-wertmäßig nicht schlecht aus. Stickstoffe sind auch gut, da müssen wir meiner Meinung nach gar nicht viel machen. Ertrag ist nicht so gut. Okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Okay, wir wollen aber jetzt noch ein bisschen Gras mähen. So der Plan heute. So, wir fahren da über die frisch gemähte Wiese, sage ich mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am schlauesten anstellen hier. So, das bringt ja nichts, wenn wir da bloß mit einem Mähwerk machen. Wir tun mal hier richtig Vollgas. Okay, bis dann.
So, die Feuerwehr steht da immer noch. Da ist irgendwie ein kleines Bütchen versunken. So, vielleicht müssen wir hier so hin und her fahren, oder nicht den Berg hoch müssen. So, das gibt auf jeden Fall ein paar Ladungen. Was auch immer wir damit machen, vielleicht Grassilage für die Kühe, damit wir da ordentliche Mischration machen können, damit die da voll die gute Milch produzieren.
So, da müssen wir ordentlich runterschalten, damit wir da hochkommen mit dem Johnny. So, das wäre das mit dem Gras. Jetzt müssen wir es dann noch natürlich alles zusammennehmen. Schwaden quasi. Und damit unser Schwadtraktor gerade die Felder testet, analysiert, Performance. Müssen wir mal gucken. Mit welchem wir das machen.
Aber ich glaube, mir ist da schon jemand eingefallen, den wir dafür verdonnern können. Wir stellen den mal nochmal hier unter das Dach, weil den brauchen wir denn bald wieder, denke ich. So, und wir könnten ja natürlich hier unseren Stallknecht nehmen, unseren kleinen Fendt 500. So, mit der Milchabfuhr warten wir noch ein bisschen, bis die mehr produziert haben. Aber es sind ja auch mehr Kühe, da sollte dann auch mehr Milch rauskommen. Wir gucken uns das Ganze mal an, bei den Kühen, wie es aussieht mit der Milch. So, wir haben 1500. Das ist noch nicht so viel. Das sind die neuen Kühe. Die müssen sich erst eingewöhnen. Okay, die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen. So. Genau, das sind. Die sind noch nicht so produktiv. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Hab mir das ein bisschen besser vorgestellt. So, Heu haben wir schon ganz Teil. Ich würde sagen, wir machen da Silage. Da haben wir noch nicht so viel. Und ja, damit wir da genug Futter für den Winter haben. Bisschen Mist haben wir auch, aber das kann noch mehr werden. So, wir fangen mal so an. Oh.
So, mal gucken, wie wir es am schlauesten hinlegen. Aber ja. Ich glaube, so ist nicht schlecht. So, ehrlich gesagt nicht so einfach. Wie lege ich das Schwarz am besten hin, damit ich es nachher am besten verarbeiten kann? So. Die Bäume ist auch noch so ein ja Unzurechnungs- oder so ein Faktor, was man nicht genau sagen kann, wie kann ich denn da das Schwarz am besten legen.
Erst habe ich gedacht, der Schwader, der ist viel zu klein, aber jetzt hier bei den winkligen Wiesen ist hier eigentlich gar nicht so schlecht. So, wenn wir es jetzt vernünftig auf den Spat legen, haben wir es natürlich nachher einfacher, wenn wir mit dem Ladewagen kommen und das aufladen, natürlich. Deswegen. Jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren, dann haben wir es nachher leichter. So, aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.